Sonntagmorgen, ungefähr 11 Uhr. Ich warte jetzt hier am Flughafen. Erster Job von meiner WEF-Woche in Davos. Ich bin gestern schon in Davos gewesen, gegangen, meinen Badge geholt, einen fürs Auto, einen für den Hals, damit ich überall kann vorfahren in Davos. Und jetzt warte ich auf meinen ersten Gast. Sein Flugzeug ist jetzt gerade gelandet und in 10 Minuten, auf Viertelstunde, nehme ich den mit auf Davos und von dort melde ich mich dann wieder. Ja, da bin ich jetzt in Davos. Dritter Tag. Heute Morgen eine hübsche Dame hier hochgefahren. Im Moment Standby auf der Suche nach einem Parkplatz. Hier hat es ein paar Parkplätze. Und sehr viel Verkehr, Polizei. Wenn man hier aufschaut, das Wetter eigentlich wunderbar. Ich hoffe, man hört, was ich rede von lauter Verkehr. Und ich melde mich dann ein bisschen später wieder. So, ich bin jetzt in meinem Zimmer angelangt, nach einer Odyssee durch die Davoser Höhenklinik. Ein monströser Bau. Das ist meine Aussicht. Mit Schutzgitter vor dem Zimmer. Ich weiss nicht, vielleicht bin ich suizidgefährdet. Keine Ahnung. Aber es gab bis dafür in den anderen Zimmer. Bessere Aussicht gibt es kaum. Und ja, ich glaube, das beste Zimmer, was ich jemals gehabt habe, ist jetzt hier im Spital. Es gibt da übrigens auch Restauration und Frühstücksbar und Frühstücksbuffet und so weiter. Und ich weiß nicht, ich probiere jetzt da mal aufzustellen, ob das geht. Ah ja, ich könnte ja noch einen Blick ins Zimmer reinschmeißen. Da es ja eine Höhenklinik ist, sieht es aus wie in einem Krankenzimmer, aber alles picobello. Eigenes Bad, respektive Dusche, WC. Und wie man sieht, ich bin jetzt gerade angekommen. Zwei Lavabo für einen Mensch. Wahrscheinlich bin ich jetzt hier allein im Zimmer, so wie es aussieht. Werde die drei Nächte hier geniessen und in Ruhe schlafen. So viel aus meinem Zimmer. Und ja, vielleicht bis später irgendwo. Da bin ich wieder, live aus Davos, immer noch im Krankenzimmer untergebracht. Aber ich, für alle, die meinen, dass mir etwas passiert, ich bin kerngesund und habe wahnsinnig Stress. Der heutige Tag war wirklich stressig. Wir sind irgendwie nach 5 Stunden schlafen, wieder müssen aufstehen. Unsere Fahrgäste irgendwelche Sitzungen in den Hotels bringen. Macht die dann das zweite Mal vom einen Hotel wieder ins andere Hotel. Und um 8:30 ist dann der Bescheid gekommen, wir brauchen uns erst wieder heute Abend um 5 oder 6. Und was macht man dann mit so einem langen Tag? Also wir haben uns ein richtig Stressprogramm auferlegt. Also zuerst haben wir Frühstück gemacht im Café Weber. Das ist so ein, Fahrertreff an der Promenadenstrasse. Schöne Konditorei mit Kaffee. Und nach etwa 2,5 Stunden haben wir gesagt, es ist so schön Wetter von draußen. Wir machen jetzt ein Reisli. Wir sind zuerst auf den Wolfgangpass, ins Kessler Hotel, auf der Sonnenterrasse, nochmal 2 Stunden
blauen Himmel und Sonne geniessen. Und es ist, ich sage euch, es ist anstrengend, wenn man wirklich nichts arbeiten darf, aber immer auf dem Sprung muss sein. Und in 10-15 Minuten könnte man ja uns wieder brauchen und dann uns bestellen. Anyway, es ist dann kein Telefon gekommen und wir sind dann mein Auto umparkieren beim Kaffee Weber und sind dann einen zweiten Ausflug machen auf die andere Seite von Davos. Ist ein toller Restaurant Alpenhof. Hat auch eine schöne Terrasse dort. Dort haben wir uns irgendeine Sphäre geleistet und sind an zwei Stunden das zweite viel zu erzählen gehabt. Sind müde zurück. Jetzt sind wir beide da ins Zimmer, noch ein bisschen die Füße auflegen und gehen dann auf die 5, 6 wieder führen auf Davos. In der Hoffnung, dass wir heute Abend dann wahrscheinlich bis morgen um 1 wieder rumstehen und ein bisschen fahren und wieder rumstehen und wieder fahren. Ja, so sieht ein stressiger Tag aus in Davos. Und morgen wird es einen ähnlichen Tag geben, nur das Wetter ist gar nicht so schön. Das wäre es vom vierten Tag am Weg in Davos. Im Moment sitze ich im Auto in der Waschstrasse und lasse mich mein Auto waschen. Ich habe selten Zeit, um mich waschen und duschen, weil wir haben so eine kurze Nacht. Aber da habe ich gesagt, ich gehe jetzt an meinem Auto eine Wasch. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das da läuft. So, jetzt kommt der zweite Waschgang. Das ist exklusiv ein Video aus Davos während dem WEF in der Waschanlage. Jetzt weiss ich nicht, ob ich schon geföhnt werde oder waschen bin ich anscheinend. Ah, doch der Föhn. Da kommt er. Ja, teurer Spaß während dem WEF, aber muss auch mal sein. So, das war's. Wenn jetzt noch das Tor aufgeht, dann... Jawohl. Ausfahrt aus der Waschstraße ins hell erleuchtete Davos. Schönstes Wetter. Wie man sieht. Und jetzt geht die Warterei weiter.